Bioenergie. Bioenergie ist die Energie von lebenden Wesen oder von lebenden Stoffen. Bioenergie ist auf dem Gebiet der Ökologie Energie, die aus Biomasse gewonnen wird, um zu heizen oder elektrischen Strom zu erzeugen. Auf spirituellen, esoterischem Gebiet ist Bioenergie eine andere Bezeichnung für Prana. Bioenergie in der Physik. Bioenergie in der Physik ist der sogenannte biogene Brennstoff, ist auch Biokraftstoff. Das heißt, Bioenergie ist die Energie, die aus Holz gewonnen wird oder aus Biogas oder aus anderen Formen von Lebewesen, die die Energie abwerfen. Bioenergie wird aber nicht als fossile Brennstoffe bezeichnet, obgleich auch fossile Energieträger ja Bioenergie sind. Aber von Bioenergie spricht man dann, wenn zu unseren Lebzeiten die Biomasse gewachsen ist und deshalb zu den regenerativen Energien gehört. Bioenergie des Menschen. Alle Lebewesen leben durch Energie. Yogis sagen, und nicht nur die Yogis, sondern spirituelle Menschen aller Traditionen sagen, dass Lebewesen nicht nur physische Lebewesen sind, sondern dass sie auch Energie haben, Lebensenergie, eben Bioenergie genannt. Bioenergie ist die natürliche, biologische, geistige, spirituelle, allem Leben innewohnende Energie. Bioenergie ist das Prana. Manche Menschen haben mehr Bioenergie, manche haben weniger. Wer große Ausstrahlung hat, hat Bioenergie. Attraktive Menschen haben Bioenergie. Menschen, die erfolgreich haben, haben viel Bioenergie. Im Yoga gibt es viele Techniken, um das Prana und damit die Bioenergie zu erhöhen.